Ja, herzlich willkommen zu dieser Reihe Handpan Basics. Hier in dem Video zeige ich dir eine erste Grundübung, das Pattern 1. Viel Spaß! Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Benny Pfeiffer. Schön, dass du da bist. Ich zeige dir heute eine erste Grundübung des Pattern 1. Ein Pattern, auf Deutsch kann man auch Muster sagen, ist eine bestimmte Bewegungsabfolge oder eine rhythmische Abfolge oder eine Abfolge von Tönen, die wir einstudieren. Und wenn der Körper das mal kann, so ein Pattern, können wir dann mit diesen Pattern improvisieren. Ganz viel, was Leute auf Handpans spielen, beruht auf Patterns, und mit diesen Patterns improvisieren sie eben frei. Genau, und da möchte ich dir heute ein erstes Pattern einmal zeigen. Okay, wir beginnen etwas abgespeckt mit erst einer Hand. Fang mit deiner starken Hand an, das heißt für alle Rechtshänder, fang mit der rechten Hand an, für alle Linkshänder mit der linken Hand. Das Pattern beruht im Grunde darauf, dass wir einen Schlag hier in der Mitte im zentralen Tonfeld auf das Ding machen und abwechselnd dann einen Schlag am Rand auf ein Tonfeld. Genau. Das wechseln wir im Grunde immer ab. Ich zeige dir jetzt mal zwei erste Übungen dazu. Und zwar, wir beginnen hier in der Mitte am Ding und fangen dann auf Tonfeld 3 an. Nochmal ganz kurz, die Tonfelder am Rand werden im Zickzack aufsteigend beziffert. Also wir fangen hier mit Tonfeld 1 an. Es kommt hier Tonfeld 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Also bei dem Pattern spielen wir abwechselnd in der Mitte und abwechselnd am Rand. Wir machen am Rand, beginnen bei Tonfeld 3 und spielen dann gegen den Uhrzeigersinn. Okay, also Mitte 3, Mitte 5, Mitte 7, Mitte 8. Genau, die Töne hier unten kannst du gerne mit dem Daumen auch anschlagen. Wenn du nicht genau weißt, wie du die Handpan anschlagen kannst, da habe ich schon ein Video dazu gemacht. Das findest du unten in der Beschreibung. Okay, dieses Pattern, wenn das gut klappt, kannst du auch ein bisschen schneller machen. Das heißt Mitte, eine zweite Übung. Das Pattern bleibt gleich. Wir machen jetzt nur am Rand nicht gegen den Uhrzeigersinn, sondern die Ziffern aufsteigen. Das heißt Mitte, Tonfeld 1, Mitte, Tonfeld 2. Genau. Und dann im Zickzack 3 nach oben. 4, 5. Und dasselbe auch wieder rückwärts. Wenn du das langsam kannst, kannst du es auch wieder schnell machen. Wenn du diese beiden Übungen ganz gut kannst, kannst du schon mal damit frei improvisieren. Also wie gesagt, das Pattern ist immer einmal Mitte, einmal Rand. Du darfst auch gerne einzelne Töne am Rand öfter anschlagen. Okay, dann nehmen wir die zweite Hand mit dazu. Das Pattern bleibt rechts gleich, das heißt immer Mitte, Rand. Und in der linken Hand bleiben wir erstmal immer hier auf dem zentralen Tonfeld, auf dem Ding, und spielen rechts, links abwechselnde Schläge. Das heißt, du machst rechts am Ding, dann kommt links Ding,
Dann spielst du ja mit der rechten Hand ein zentrales, ein Tonfeld am Rand an und mit links dann wieder ein Schlag am Ding. Das sind vier Schläge dann insgesamt, also 1, 2, 3, 4. Zu Beginn würde ich einfach das Pattern vereinfachen, das heißt immer nur ein Tonfeld am Rand anschlagen. Also rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Kannst du auch mal schneller probieren. So, und jetzt können wir beide Übungen, die wir vorher mit einer Hand gemacht haben, auch mit beiden Händen machen. Das heißt, einmal gegen den Uhrzeigersinn. Genau, auf der linken Seite musst du dir mit der anderen Hand ein bisschen aus dem Weg gehen. Genau, aber rechts oder links ein bisschen und du kommst hin. Okay. Und auch die andere Übung, wo wir die Ziffern aufsteigend spielen, kannst du auch machen. Das heißt Mitte 1, Mitte 2, Mitte 3, 4, 5, 6, 7, 8 und wieder zurück. Und du kannst auch schneller. Okay, wenn das klappt, dann kannst du jetzt wieder frei improvisieren. Du kannst wieder die Tonfelder am Rand wählen, wie du möchtest, auch mehrmals. So, jetzt können wir es noch ein bisschen komplizierter machen. Und zwar spielen wir die linke Hand jetzt nicht hier in der Mitte am zentralen Tonfeld, sondern die linke Hand spielt zum Beispiel Tonfeld 1. Das Pattern bleibt im Grunde gleich. Genau, du gehst nur mit der linken Hand auf Tonfeld 1. Kannst dann auch wieder beide Übungen machen, das heißt einmal gegen den Uhrzeigersinn. Das wäre jetzt Mitte, dann mit links Tonfeld 1, dann rechts geht an den Rand und Tonfeld 1. Also alles wie vorher, nur die linke Hand ist jetzt am Tonfeld 1. Genau, kannst auch doppelt dann auf ein Tonfeld. Auch die andere Übung im Zickzack nach oben kannst du machen. Okay. So, wenn das alles gut klappt, kannst du wieder frei improvisieren. Und du kannst jetzt sogar, so als letzten Schritt, könntest du auch mal die linke Hand statt auf Tonfeld 1 zum Beispiel auf Tonfeld 2 wandern lassen. Ich improvisiere mal frei. Also, wir fangen mal so an. Genau, und jetzt wandere ich mal mit der linken Hand auf Tonfeld 2. Ein Pattern und du hast sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja, ich hoffe, das ist eine kleine Inspiration für dich und ein kleiner Überanreiz und du hast viel Spaß damit. Viele Grüße und bis bald.